Und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist wieder Turniertag und es ist wahrscheinlich das letzte Turnier des Jahres. Wir haben heute nochmal Glück mit dem Wetter, also es sind so 15 Grad und Sonne. Und ich nehme heute Mayflower und das neue Hobbyhaus mit. Ich habe noch gar kein Vorstellungsvideo oder so gemacht, weil ich noch keine Zeit hatte. Ich bin es aber auch noch nie geritten, also heute wird das allererste Mal auf einem Turnier. Ich gehe nämlich eine S-Dressur und habe gedacht, fürs letzte Turnier kann ich auch mal das neue mitnehmen. Namensvorschläge könnt ihr immer gerne in die Kommentare schreiben. Mit Mayflower mache ich ein L- und ein M-Springen, glaube ich. Beides Stil und dann gehe ich noch ein Pole-Bending. Der Rest bleibt heute zu Hause. Ich nehme euch natürlich den ganzen Tag über wieder mit und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Ich bin angekommen, muss jetzt nur noch genau rausfinden, wo es hingeht. Das ist alles, was ich dabei habe. Gar nicht mal so viel dieses Mal. Und ich suche jetzt mal die anderen. Angekommen. Klein, aber fein. Hier, Pferd ohne Namen und Mayflower stehen schon bei den anderen. Ich mache ein paar Bilder. Hier ist so ein kleiner Abreiteplatz. Hier sind noch ganz viele Sachen. Das ist auf jeden Fall gleich S-Dressur. Da brauche ich hier das da. Hallo! So, Dressur ist vorbei. Wir wurden direkt, wo ist denn mein Pferd? Ah, direkt Erster beim ersten Turnier. Und jetzt gibt es vielleicht Pole-Bending, aber vielleicht gibt es auch Springen. Mal schauen. Jetzt Pole-Bending habe ich gerade entschieden. Ah, es gibt Pole-Bending. In sein Gesicht. Wir drehen gerade Werbung und hier wird aufgewärmt. Und ich nehme jetzt mal wieder Nils YouTube-Account ein. Hier sind die Pferde, das Rosa und Mayflower und das andere Pferd von Nede. Wie das die anderen? Das ist tatsächlich Pole-Bending, aber es geht schon los auch. So funktioniert es. Man sieht es hier. Eieiei. Und der oder die Schnellste gewinnt, obviously. Auf geht's! Schneller hier! Los, los, los! Komm, komm, komm! Komm, komm! So, Pole-Bending vorbei, jetzt ist Springen, also gerade wird der Parcours noch aufgebaut. Sophia ist auch da und jetzt ist gleich dann L-Springen oder so. Vielleicht gibt es Siegerehrung. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Und danach ist noch ein anderes Springen. Vierte geworden und das war auch die letzte Prüfung für heute. Hier wird noch gesprungen, jetzt ist nämlich S-Parcours, also es wird alles noch mal höher.
Und das war dann auch schon die letzte Prüfung. Aber beim Essen mache ich gar nicht mit. Ich mache da jetzt nur noch ein paar Bilder. Hier ist übrigens das Snackbuffet. Habe ich das schon gezeigt? Das ist wirklich richtig krass. Und noch mal eine Milchmaus sich gegönnt. Ja, und jetzt geht's weiter. So, Turnier ist fertig, habe meine Sachen schon gepackt. Alle sind eigentlich auch schon weg und ich fahre jetzt auch nach Hause. So, ich bin wieder zurück zu Hause. Die Pokale sind auch schon in der Pokalsammlung. Hier einmal der kleine, der große Pokal von der Dressur. Und die Schleifen hängen auch schon da oben. Hier sind leider ein paar runtergefallen, sieht ein bisschen chaotisch aus gerade. Aber das Turnier hat auf jeden Fall mega, mega viel Spaß gemacht. Und das war höchstwahrscheinlich auch jetzt erstmal das letzte für dieses Jahr. Außer es kommt jetzt spontan noch eins rein, aber bis jetzt sieht es nicht so aus. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat und ich mache euch ganz bald mal ein Vorstellungsvideo zu dem neuen Pferd hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.